Morgen in jeder ein. Ich freue mich, hier zu sein und ich grüße dich in den Namen von unserem Herrn Jesus, in dem du wie wörtlich rein sein, der sein Blut. Du wie groß von gesungen haben, wo wir wörtlich rein wollen, an seine Aussicht, dort wie du richtig stehen. Ich freue mich dafür, dass das Blut von Jesus uns von dir auch war wertvoll ist, um hier taub zu kommen, einmal uns zu erholen, einmal uns waran wir Gott sein Wut zu bringen. Dass wir wirklich gesehen worden sind, durch das Wut. Und so, ich vertraue, dass das Wut auch wieder fruchtbar sein, wenn wir auch wieder tun anschicken dann. Diesen Morgen habe ich mich übernommen, einmal versiegen mit Jünd, einmal in eine Imagination nennen. Ich gleich sehr imagining, mich an Dinge nennen zu lassen. Und dann konnte ich noch mit carried away geworden mit dit, aber gerade an dieser Geschichte oder an dieser Begebenheit, denke ich, es wird sehr gesund sein. Für mich ist es auch ein Segen gewesen, wenn ich mich da hinein geloten und ich will auch versichern, dass wir von dir auch aus der Versammlung uns einmal hinein loten. Wir haben gerutscht einmal ein Werken gehört von, wo wir uns hinein geloten haben, über Ostern, über die Kriegsjung und wo das alles einmal alle ausgespielt ist und so weiter. Aber was mein Ziel ist, wenn wir uns einmal mal lernen zu loten, ab die 40 der, was Jesus erst noch ab die Erde war, nur seine Auferstehung, nämlich einmal uns zu versiegen lernen zu loten, eva ein auferstehenden Jesus zu treffen, und der da alles verändern wird. Interessant ist, dort nur zu studieren oder nur zu lesen, gerade eva seine Gänge, seine Nachfolger, eva nur dort, was Jesus abgestohlen ist, wo seine Auferstehung alles verändern wird und dort eigentlich den Mensch ganz verändert, wo er kicken wird und wo er gleich funktionieren wird. Nämlich die Auferstehung von Jesus ist eigentlich der Grund für unseren Glauben. Das heißt so viel, dass Paulus einmal sagen wird, dass du wie eine Lehre, was sich immer die korinthische Kirche hat verspreit, und du, wo sie einmal der Lehre sein deuten, dass es keine Auferstehung wird geben, kam eigentlich von der Sarozea her. Und du gehst einmal so, dass eine Lehre wird, dass es gleich eine Auferstehung wird geben, dass es gleich so etwas geben, dass wir würden abgestohlen. Und Paulus sagt, wenn er dort nicht gegeben hat, dann ist alles larig und ist alles nutzlos. Das ist alles, everything is in vain, uns zu glauben, was wir glauben tun, und so, was wir predigen tun, alles ist einmal larig und nutzlos, wenn es nicht eine Auferstehung geben wird. Wir sind nicht ober, dass es eine Auferstehung gegeben hat. Wir sind alle Zeugen dafür. Ich vertraue wenigstens die meisten, die hier bei uns sind. Die sind Zeugen dafür, dass es eine Auferstehung gegeben hat, auch in uns Leben. Dass wir auferstehen sind, auch für das jährliche Leben. Aber gleich dort geht dann auch um uns Leben. Dass die Auferstehung von unserem Herrn Jesus, also das Zentrum ist, von dort, wo sich der andere alle um aufhängen wird. Jesus hat könnt am Kreuz gehen, hat könnt am Grab gehen, hat könnt die 30 Jahre hier sein, oder 33 Jahre, wo immer, wie viele Jahre das sind, hat er könnt hier ab dieser Erde sein und viele gute Dinge tun, aber wenn wir am Grab geblieben, wird das eigentlich nutzlos, und wir uns nicht was geholfen haben. Aber dass er auferstanden ist, und dass er dort kriegt, durch die Auferstehung, hat er ans Glauben an Grab gesagt, indem dort wird das einmal weiten, dass ans Herr lebt, und dass er nicht erst am Grab geblieben. In einer Begebenheit habe ich mal das Evangelium mitgeteilt mit einem Mann bei der Arbeit. Und ich versuche ihm das mal deutlich zu merken oder klar zu merken oder zu explain, dass wir haben ein Leben im Glauben. Und wo Bord und Jan sie dem Tod wird sein oder dass es zwei Städte sind, wo wir am Platz kommen und so wieder, wo die Menschen hinkommen wollen. Einmal habe ich die Frau und sagte, was weißt du davon, was und Jan sieht es? Sei mir mal, als du mal wer als Träger kommst von dem Tod, mal wer als Träger kommst von dem Tod und hab mal gesagt, was du hast. Und hab wie sich ganz überführt und hab es nie gegeben, und ich sag, ja, das hab ich nicht gegeben. Jesus als Träger kommst von dem Tod. Jesus ist abgestohlen von dem Tod. Und er hat uns gesagt, dass du allein zwei Wege sind und dass viele du sind, wo das eine Verdammnis geht und dass das wenig sind, die du den Weg fängst, wo du nicht auf ihr Leben lernen hast. Und also, dort ähnlich sagt es im Kopf, dass Jesus als Träger kommt in diesen Welt nennen und hat sich seine Gänge gewesen, um dass sie gläubig wurden sind. Die Frage werden wir um eng nach Johannes rücknehmen. Also, von der
es mein Verlangen, dass wir einmal uns in diesen Erloten dann. Dass wir einmal in diese Zeit nachschicken dann, nur dem, dass Jesus abgestohlen ist eigentlich, ein paar Hinsichten haben, wer am begegnet haben, wo sie gerade begegnet sind. Und versiegen uns zu Momente loten, wo diese Gänge dort gegangen haben. Das ist ein bisschen schwierig, uns zu so Momente loten, weil wir sagen, wenn wir ein Buch lesen, dann, und wir haben das Buch mal euer gelesen, wie weit alles kriegt, wo das ausfallen wird, dann eigentlich, wenn einer von Anfang an anfängt, dann meint das nicht mal so viel, dann ist einer nicht so schwierig. Und wenn es einer weit wird, all kriegt alle, was ausgefallen sind. Du und ich, wir haben das Wort Gottes, wie weit ein Krieg, wo das ausgekommen ist und so weiter, aber die Gänge hier so, stell ich mir vor, dass sie nur confused waren, zur Zeit wies, mit den Dingen, was passieren sollten. Sie haben während der Uhr noch nicht abgemerkt, das sagen sie das Wort, dass ihre Uhren wir noch nicht ab, dass sie die Schrift eigentlich verstehen können, so dass die Akte von der verstehen können. Und in der Zeit wie das auch so, dass noch nicht so wie, dass die Heilige Geist ausgegangen wird. Also dort müssen wir einmal vorstellen, dass wenn wir diese Gänge bekicken dann, dass wir dort auch weiten dann, sei wir leben nicht in dieser Zeit, wo wir leben, sie leben in der anderen Zeit, wo der Heilige ist, er noch nicht, hat die Uhren abgemerkt und wo sie krank durch diesen Event so durch gehen werden. Aus erstes Jahr hat mir einmal in dem Weg nur Emmaus zu kicken. In Lukas 24 fängt wie eine ganz gewollte Begebenheit, wo das gehen wird auf den Weg nur das Darb nur Emmaus. Und nun fangen wir zwei Gänger, die gehen krank auf diesem Weg. Und wenn wir uns so mal wurden, und ich weiß, wo das hier einmal gleich zu sein, ich will nicht einmal einen Tag vorstellen, das von der passiert, das morgen passiert und so weiter, weil es wie nicht unbedingt kriegt an einem Tag, kriegt diesen Tag im Jahr, das alle feiern dann. Aber wenn wir dort feiern dann, dann werden wir uns einmal so nachlaufen. Stellen wir uns nicht einmal vor, das ist das Fee Sennach passiert. Nur die Oppjestonen, weil wir sagen, Friede hast die Kriegsjung gewesen und so weiter, in am ersten Tag in der Weg, heute hier so, dann gehen die frühesten im Graf und so wieder. Du willst nicht viel was anhören, wir waren verstreckt hin und wieder. Aber eins will ich einmal abheben von dem Versch auf. Hier so, es hat Batur, wo die frühesten von dem Graf kommen, und der Apostel hat betalen dann, dass das Graf ladig gewesen ist, und dass sie eine Gestalt gesehen, die haben einen Engel gesehen, der hat gesagt, dass Jesus leben wird. Und aber hier so in dem Versch auf, du heutet so, dass er schien das aus Lade wir. Sie können das nicht topfen und sie glauben das nicht. Also das sind also der Apostel. Sie glauben das nicht. First Wolf, du gehst Petrus ab, den Rand im Graf, und wächst sich zu nennen, schickt und sitzt diese Dicke durch und verwundert sich. Das heute hieß er so viel. Er wundert sich, was alles muss passiert sein. Wann der Herr ihm dort vorher auch hat, ganz deutlich gesagt, was passieren wird, was passieren wird, daran kann er das hier aber noch nicht verstehen. Und er verwundert sich und so weiter. Nur dort, in Verstreit hin und wieder, fängt wir diese Begebenheit von diesen zwei Gängern. Und hier heute so, und ich möchte das einmal so überlesen und dann wird kaum ins Merken. Also, wir finden ja noch nicht, wo Deib nennen gehen, aber einmal die Geschichten so betrachten, wie sein Desire wird voll, was wirklich passiert ist. Von Verstreit hin und wieder. Und so, zwei von den Gängern gingen an demselben Tag, also heute hier so viel am ersten Tag, und ein Darb mit dem Namen Emmaus, der saß Stadium von Jerusalem wieder auf wir. Und sie redeten mit ihnen über alles, was passiert wird. Also nämlich, sind sie ganz bedrückt und überwundert, über was passiert ist. Diese Geschichte ist hier ganz verspreut, über in ganz Jerusalem und um die Umgebung. Wir waren nicht morgen, dass sie dort so wir. Und sie gehen hier, nämlich sind sie trürig dabei. Vers 15 sagen sie wieder, als sie dort redeten mit sich einander, nur, dass sich Jesus selbst in Jink mit ihnen. Also, sie verstehen das einmal so, dass sie gehen allein und reden über diese Geschichte, über was alles passiert ist. Und als ihre Jungen waren geholt, sodass sie ihn nicht erkennen. Also, merken wir hier einmal, wenn diese zwei Männer so gehen down und verteilen sich von alles, was passiert ist, und wo Jesus gekreuzigt ist und so wieder, dass er überhaupt nicht eigentlich wahr ist, wo wir jetzt noch sein. Du auf einmal kommt Jesus mit dem Mann ernt und jährt mit ihm. Was für ein gewolltes Begebenheit macht das gewesen? Und hier so, dann kommt Jesus und stellt sich krank auf ihre Stube. In Vers 17, du heutet so, und er sagt zu ihm,
Was sind das für Reden, die ihr euch hier weiss mit den anderen verwechseln und sind so trurig aus? Ja, mag wir das was will und was für eine Stab diese Gänge hier wären. Und ging dadurch an, dass sie trurig wären, weil es ihre Hoffnung wie eigentlich war und sie sind trurig und reden mit den anderen. Eigentlich sind sie sehr, sehr confused mit alles. In Vers 18, die hat wieder gesagt, und da antwortet einer von ihnen mit dem Namen Kleopas, bist du der Einzige unter der Fremde in Jerusalem, der nicht weit wird in dieser Deal, dort passiert ist. Also, hier betont wieder, dass das eigentlich eine große Abrüge war, es ist alle Mannhaft gewiss, was passiert ist. Und dann aber fragt Jesus, und wo ist das dann? Und du fängst an zu sein. Von dem Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet wie mächtig im Duden in ein Wied für Gott und für das ganze Volk. Er für alles Volk. Hier ist er bemerkt wie einmal, wo, für was die Jesus holen dahin, dass sie einmal für einen Prophet holen dahin, und dass sie am dafür holen, weil es heute nicht bloß was sein, aber er beweist hat mit Worten. Das ist, wo sie ab am nie kicken dahin. Und sie gehen wieder und erklären die Jesus, und was passiert ist, weil die Hugo-Priester und die Bauerstehe und am Evangelft haben und haben am gekriegt und so wieder. Und hier ist es, wo sie abgehobt haben, Vers 21, hier seien sie aber. Hier merken wir einmal, dass eigentlich, was sie sich abverloren haben, ist doch wohl alles verspielt. Sie seien wie überhaupten, dass das, was sie in Israel erlösen würde. Eben das, alles sind von dir über dem dritten Tag, von was alles passiert ist. Also, sei wieder, dass diese Gänge, also, sie merken ja nicht, was die Schrift alles wird sein wird, er könnte nicht alle verstehen. Und er denkt das hier an, dass sie nun endlich mal würden von den Räumen erhängen kommen, und nun wird das Jesus würde freistellen, und wo sie nicht mal würden von den Räumen bedrängt werden. In diesem Zeit werden die Israeliten unter den Räumen, und die Räumen werden sehr hart gehen, und sie wünschen sich sehr, wann er würde wir erlösen und er würde freistellen. Das ist eigentlich, was sie hier sein dürfen. Und dann wieder gehen sie wieder und vertellen Jesus diese Geschichte. Ich staune nicht fair, was Jesus muss an den Kopf gehen. Man hat hier und dort, wo sie die Geschichte zu ihm vertellen dann. Wird sie gehen wieder sein, dort sind einige Frühe, haben ihren Säuer abgeregt, sie haben ihn erschreckt. Und die sind tätig beim Grof gewesen und haben ihm Lief nicht gefangen. Und haben gesagt, die haben eine Gestalt von einem Engel gesehen und haben gesagt, dass er lebend ist, also dass Jesus lebend ist. Und sie sind durchgekommen und gesiegen und haben alle so gefangen, aber sie haben ihn nicht gesehen. Und hier ist, wo Jesus anfängt zu lehren. Von Vers 25 durch 27 muss ich ein paar Punkte so abheben. Ähnlich dient Jesus ein Fuß ab, der Propheten haben. Ähnlich haben sie so dort erkannt, wann sie haben betrachtet wird, was sie haben. Er sagt, wo sie diese Duft und sie stammen in Hort, da um alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also, und hier fängt er an, zu erklären, was die Propheten gesagt haben, und wo alles gerade ausgefallen ist, und was all im Old Testament alle angekündigt ist, was Christus leiden wird machen, und was alle wird ausgekommen. Vers 26 heute so, muss nicht Christus Sohn leiden, um in seine Herrlichkeit anzugehen. Und dann in Vers 27 fängt er an, und er fängt an von Moses und alle Propheten und er erklärt ihnen in alle Schriften, was von ihm gesagt wird. Er mag gern weiten, was Jesus ihnen alles erklärt hat, aber wenn wir einmal würden mal ein paar Gedanken abheben von dem. Was kann Jesus ihnen erklärt haben? Er sagt, er fängt von Moses an. Bloß einmal ein paar Beispiele. Die Bibel sagt uns dort nicht deutlich, was kriegt diese Bibelstunde alles auf angeholt. Ich möchte einmal so sein, dass der Bas der Bibelstelle, wo er die Gift hat, einmal hier gewesen sein mit Jesus allein und mal der Straf ausgeleicht kriegen von Jesus selbst. Aber wenn wir nicht mal sein, Jesus hat nicht angefangen bei Moses und hat krank dort erklärt, was bedienen wird, wo Moses die Israeliten aus Ägypten bringen wird. Dort wurde die tierende Pläne von den Tierenpläne, dort wurde die tierende Pläne bedienen wird. Nämlich das Blut unter deren Gerechten, wo das Erstgeborene wurde geschlagen worden, das fehlerlose Lamm und so weiter. Kann so was sein, dass Jesus von du auf angefangen und sagt euch die Propheten. Wenn wir so an Psalm Kapitel 22 denken, wo König David prophezeien hat, wo Jesus wird leiden und so weiter. Wenn wir denken dann an Jesaja Kapitel 53,
wo das ganz deutlich angekündigt ist und prophezeit ist, über wo Jesus wird an seine Sinnen drehen und Krieg, wo er wird teuerreit worden. Und so kann es viel, viel mehr geben. Aber das wird einmal so explained hier von Jesus selbst in sein Verstehen dort. Hier wäre es also, habe dann in Stott gediert, bei wo sie sind, und plötzlich verschwindet Jesus verirrend, wegen sich an Unkas zu gehen. Und dann aber in Vers 32 erinnern diese Gegner sich über was diese Liege war, und diese Ausleihung, was Jesus ihnen gegeben hat. Also, dass sie sein, seien sie hier an dann, und wenn wir hier an denken, dann, dass wenn Jesus diese Erklärung geben, dann wissen diese Gegner nicht, dass Jesus selbst wir. Hier seien sie aber einer den anderen, brennen uns ans Hort nicht, wenn sie uns hier weiß, die Schrift gut merken, wird es nicht, dass uns das Hort einmal brennt, oder dass er das Däubt gegangen hat. Und das ist eigentlich, wenn Jesus einmal ernsthafte Ohren aufgemerkt hat, dass er das Wörtliche nennen gegangen und sie haben das einmal vernommen. Ich denke, gestern, wenn ich das so direkt lesen und studieren, dann dachte ich so, wenn ich heute könnte, diese Bibelstunde sein. Wenn ich heute könnte, das einmal alles so direkt hören. Aber ich denke, wir haben was ganz wichtig, was wir dürfen auch haben. Und was du viel vor dir hast, nur dass Gott sehen wird, und du kannst wie so dankbar über sein, dass wir all in viel vor dir das Bild sein, als was diese Dinge hier sein dann. Dann aber gucken wir wieder so mit der Geschichte. Diese Dinge stehen ab und gehen rein in Jerusalem. Sie sehen kein Tiet und sie gehen drei und vertellen den anderen Gegner, was passiert ist. Und sie vertellen wörtlich, dass sie wörtlich den Herrn gesehen haben und so weiter. Und dann aber in Vers 36, als mir das so erstaunt, was hier so passieren wird. Hier kommen sie, also dem selben Tag, kommen Jesus und sie kommen die Gegner, sorry. Und du aber, wenn sie am Ende vertellen, dann, was passiert ist, und dann aber immer plötzlich, als Jesus mit dem Mann ernt. Ich stelle mir vor, dass das mit einem großen Schrecken gewesen ist, das sei uns vor 37 auch. Sie erschrecken den Worten voll Angst und meinen, dass sie sagen einem Yes. Ja? Also merken sie hier, dass alles ist gesagt, anders stelle ich mir vor, was das für ernt gewesen ist. Also er hob nicht erstlich erst wahr, dass Jesus erst tot. Und dann über nächste Lefte war er und plötzlich ist der Madenmonk in. Stau wir uns die mal einmal fährt. Zwei von unseren Brüdern sind hier, wie ist hier was? Und wir sind hier so alle so taub. Ich habe gesagt, wir waren imagining, nicht? Wir sind hier nicht alle taub und wir sind alle Jesus neu gefolgt. Und wir haben die Dieren versichert. Die Dieren sind durchgeschlossen, wie uns wie Stahl ans Pferd. Die können vielleicht nur uns kommen, uns verfolgen, wie uns ans Meister erst nicht angebracht. Den haben sie zur Zeit geschafft. Und gottmählich kommt er auch für uns leben. Zwei von unseren Brüdern sind wach gegangen hier in Wes, und Jesus hat ihn zu begehen, und die kommen auf einmal ganz verwillert hier in der Hand und sagen, wie hat Jesus gesehen. Das ist wahrhaftig, was der frühes Ansehen kommt sein, dass Jesus lebt, wie hat ihn gesehen. Und plötzlich auf einmal, boom, ist Jesus hier so, und sagt, Fred mit ihm. Stau wie uns fair, was diese Brüder sind da gegangen? Plötzlich steht er hier in aller. Ich stelle mir vor, wir würden alle ein ganz gerüsseltes, wunderbares Gesicht kriegen, wann auf einmal hastig, wir wissen, ein Mann, der erst drei tot gemerkt worden, und plötzlich steht er in unserem Mann. Mag wir, wo ihr uns das ist. Dass sie hier wirklich einem, den Jesus gesehen haben, aber sie wundern, ob das als einen Jesus gewesen, und Jesus bewies ihn, du weißt nicht, viel wird man von dieser Falschen lesen, er bewies ihn und sagt, kicke mal, ich sage ein Jesus, ich habe Knirkes, ich habe Fleisch, So wird ein Jesus nicht. Und der mit ihrem Top Ehen am Ende zu bewiesen, dass er wirklich, wirklich heu ist. Nun einmal, Jakob, mir nach Johannes Kapitel 20 gehen und du noch eine Begebenheit bekücken von Thomas. Johannes Kapitel 20. Hier ist ein Wirk einmal, dort an dieser Zeit, wenn wir nur einmal waren, würden mal unsere Zeit betrachten, dann würden wir sagen, was wir uns groß an Ferien halten, würde Ferien Sinn auch passiert sein, nicht wahr? Nun aber, in der Versammlung ist Thomas nicht mit bei gewesen. Du hast Thomas nicht mit bei gewesen, wurde gewesen, weiß ich nicht.
Aber jedenfalls sage ich uns dort hier so in Vers 24, Johannes 20, 24. Dort Thomas aber, einer von den 12, der Zwingling genannt wird, wir nicht wie er aus Jesus kam. Also, mag wie du, das hast du nicht gewusst. Vers 24 sage ich dann, du seht ein anderer Gänger an. Wir haben den Herrn gesehen. Also, hier sind sie nun versammelt, und hier sei sein an, dass sie sind, sei Hand dem Herrn gesehen. Ich stelle mich vor, dass das erst, also dem selben Tag passiert. Er sagt, eigentlich wird das erst nicht so. Ich sind mir überführt, dass Jesus nicht leben wird, weil er das nicht hauptschrieben wird. Er sagt, wenn ich das nicht will, mit meinen Hängen in den Nägeln mohlen sein, in meine Fingerstunde allein, und an seine Sied, meine Hängen allein, will ich nicht glauben. Meine Übersetzung, die sagt hier, kann ich das nicht glauben. Also ist einmal mal ein Gedanken über Thomas seinen Charakter, über seinen, wo er aus einer Person wird. Und was gewöhnlich so betont, dass er Thomas der Zweifler ist, und so wird am gewöhnlich betont. Ich sage, was sei wertvoller an Thomas, dass er nicht für jeder denkt, jumpen der, was abkommt der. Die haben gesunde Menschen, wenn dieser was sagt, dann hüpft sich verdorten, wenn der andere dann denkt, verdorten kann, wenn er da kriegt, dann eint jeden andere. Thomas sagt, das wird nicht schaffen. Wenn ich das sein will, dann will ich glauben. Er sagt nicht, dass ich nicht will glauben, aber er sagt, gebüter, ich soll, dann will ich glauben. Wie es erntet, ganz was fragen, dass wir, wie vertrauen von dir, von Jesus ist abgestohlen, und wir haben sich zu denken, Jesus ist in uns Leben abgestohlen, wie sein das alle nicht? Aber für Thomas wäre doch wohl ganz, ganz was anderes. Er hat bemerkt, dass Jesus lebendig wird, und er hat vor Jahren mit einem Taub gegangen, und er wusste unbedingt, dass er wieder angebracht worden. Und nur, dass er kommt sein, dass er lebt, dort will ich ihn erstlich sein. Nun, mag wir einmal in den 26. Vers. Stauben uns einmal für das ist von dir. Acht dir wieder, das sage ich uns hier in den 26. Vers, acht dir wieder, wie die Gänge waren im Haus, und Thomas wird du beend. Ja, Thomas ist nicht hier so mit wie. Du kommst, der Jesus aus der Dären verschluten wird. Mag wir hier war ein Gedanke. Acht dir Lothar, Sente war in ein Gebiet bern, mit deren verschluten, versichert, dass hier kann keiner nennen. Sie haben sich beschlossen, also tau, wer weiß, was uns passieren wird. Gewöhnlich wird es so, wenn dem Bauer hart wird, oder wenn dem Lehrer wird genommen worden, würden den anbringen, dann würden sie in den Nufall kommen. Hier stehen sie nun, oder sind hier versammelt, ein verschlutener deren, und plötzlich ist Jesus auch war du in ihrem Meer. Und er mit plötzlich als Jesus in Gedeist und Fried als Matthew. Du nur aber sehr heute Thomas. Also, stau uns nicht mal in Thomas seine Hüte nehmen. Thomas hat eine Werkträge, sagt, das ist nicht so. Ich war den Herrn, ich antworten euch, das war Glauben. Ach, der Lothar, sind sie versammelt, verfolgt, dass sie waren angebracht worden, die Juden waren entkommen, verfolgen, und ganz abgerechnet sie wieder. Plötzlich ist Jesus, du warst in ihrem Meer, in Geräuschen mit dem Frieden. In Fuß und Thomas. Thomas wird euer Red von Jesus und sagt, reg den Finger mal her in meine Sied, in meine Hand. Reg den Finger in so meine Hänge. Und reg deine Hand her und leide an meine Sied. Und sieh nicht ungläubig, aber gläubig. Ja? Hier so betrieben Jesus krank, nämlich dort, was Thomas gefragt hat. Wir fangen hier nicht so an, dass Jesus erst mal lang gestrandiert hat und hat erst mal gesagt, du bist hier all 3 Jahre im Ego, noch einmal glaubst du nicht, noch einmal hast du das nicht klar und wo bist du so klinggläubig und so wieder. Aber er hat einmal gesagt, dass er gläubig sein soll. Und dann aber das Bekenntnis ab Thomas. Und das ist einmal das Zentrum, von was ich von dir versuchen rüber bringen. Mag mal einmal das Bekenntnis von Thomas geben. Wenn es einmal sein wird, das ist wirklich der Herr, haben wir bewusst, dass er ist tot. Haben wir bewusst, dass unsere Bewusste haben ihm übergeben. Nur auf einmal sitzt er am und er sagt, dass das ist wirklich, der hat den Mohl in seinen Hängen noch. Der hat noch die abgeschnittene Sied. Dann bekannt er, Thomas antwortet am und sagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Dort ist gewaltig. Dass Thomas das Bekenntnis einmal geben wird, dass er nun als Herr und Gott anerkannt
wie es heute ist, wirklich abgestohen und hat sich am bewiesen. All das hat Jesus alle von uns getan. Nun gehen wir einmal auch auf Petrus zu kicken. Petrus, ganz kurz auf Petrus zu kicken und danach einmal auf ein Gedanken, wo wir schließen. Petrus in Johannes Kapitel 21. Nur das, ich stelle mir vor, Petrus als Krieg hieß, mit die Ernte war, hat das gesehen, wo Jesus hat mit Thomas am Dorf dargestellt und hat das gewesen, was er wirklich war. In Kapitel 21 sagt Petrus, ich gehe im Zwischenfaschen. In Vers 3. Sagt Petrus, die Ernte, ich gehe faschen, der andere geht mit am und weich an ihre tägliche Arbeit sein sie. Also stelle ich mir vor, dass sie sind, der ich in ohne gewahrs und weiß nicht, wo das Hand geht. Aber jedenfalls, sie gehen faschen, aber Jesus wird kriegt, dass die Ernte auch war getroffen worden. Sie haben danach ewig gefascht und haben nichts nicht gekriegt. Und du so, jetzt an der vierten Fasch, jetzt so, dass sie, oder als Morris wir, stand Jesus an dem Euer. Und die Jünger wussten nicht, dass das Jesus wir. Und sie haben in Vers saß, befehlt Jesus, und er mal die Sachen naht an der anderen Seite raufschmieden. Und dann war sie dort fing. Und wir sehen, dass sie kriegen eine große, große Maße von Fasch, was sie dort kriegen. Und dann in Vers 7. Du bemerkst hier ab einmal, Johannes sagt hier, das heute so, und dann sieht die Gänge, dem Jesus läuft hat, also hier heute so, das ist Johannes, hier sagt der Petrus, merkt mal einmal, das ist der Herr. Doch wohl hat er nicht gemerkt, dass er der Herr wird, was er einfach wird, und hat einmal gesagt, dass man nicht anders sieht. Und dann ab einmal plötzlich erkannt er, das ist der Herr. Nur aus Simon Petrus dort hier, dort der Herr wir, nahm bei sich sein Evergard an und schmutzig im Wotan nennen, weil es wie unkleider. In Champ nur erkannt. Also, das ist die Begebenheit, was Petrus mit am Trafen nennt. Nun aber, Jakob mir noch unbedingt am Vers 15 und wieder ein paar Gedanken abheben. Petrus, stelle ich mir vor, wenn ich mir das menschlich verstehe, dann stelle ich mir vor, Petrus kann Jesus nicht gleich in die Augen checken. Weil Jesus hatte Petrus gesagt, diese Nacht, wo ihr alle an mich euren, und Petrus, stelle mir vor, Petrus ist so ein Dietsch abgewachsen, oder wenigstens so ein Umwelt, so ein so wie er, wo er Futz immer sein, der das ist, was er ist, hat er so ein entschieden immer, hat er gesagt, Futz, oh, nicht ich. Oh, nicht ich war die nicht verliehen. Ich war mich nicht euren. Sogar wenn es Wort gehen, dass mir wollen anbringen, ich war mich dann noch nicht euren. Und Jesus hat ihm gesagt, die war mir dreimal verliehen, was der Hund schreien wird. Und wir wissen, dass Petrus hat Busse getan, Petrus hat Busse getan, über das und so weiter. Aber danach stellen wir uns mal einmal vor. Ein kleiner Jung, oder ein Jung, er hat gehen sehen, vorher wird getan, der vorher hat gesagt, Jung, wenn die das was tun, dann wird die so und so passieren. Oder wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, das ist vielleicht so ein Flag. Wenn wir mal sagen, das ist ein Vorder, der sieht die Jungen, die dort wird, und die Jungen, die glauben, er hat das alle in der Lehne, und der Vorder, der kann auch krank sein, der wird alle am Sieden gehen. Und der Vorder sagt, Jungen, wenn ihr das was wieder tun, das wird die verfehlen mit das. Und die Jungen sagt, oh, das wird niemand weiten. Nur dem, es hat alle im Loch gegangen, und die Jungen, wo kriegt so ein Jung sein Vorder an? Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mein Vorder dann anchecken darf. Ich würde nicht leise sein, an einer Building sein, dass ich Furtschein bin. Mein Dad, der würde mir in die Uhren checken. Ich wüsste unbedingt, dass der Krieg so ausgekommen wie es hier wird. So stelle ich mir vor, so hat Petrus sich gefreut. Jesus hat ihm gesagt, das ist, was passieren wird, und er wird, dass ich meinem Herrn verliere. Und hier so kommt Jesus nach Petrus und er sagt, Simon Jonah, best du mir mein Leben als alle anderen. Also krieg am Punkt, wo das fehlen wird, fragt Jesus die Frau. Hast du mir mein Leben als alle anderen? So geht es ab dreimal. Und er wird am Fuß sein, dass er dann seine Lama werden wird. Nämlich sei wir hier eine ganz große Hoffnung, auch wo der Bruder Olaf mit von gerät in der Erlehrung, wo der Feind uns immer versiegt, abhand zu bringen, dort wie Zwiebeln sollen oder sein, nu haik im Gesindig, nu ist alles üt. Der Feind, die kann uns das im Urfischeln, dort kicken wir, wer die Bass, nu ist alles üt der Ordnung. Wenn Petrus üt der Ordnung wie, Petrus wie üt der Ordnung,
Und wir sollen nicht eindenken, was Jesus sagt. So, Petrus, wir werden mal von dem reden, was die hast hier tun. Also, gewöhnlich, wenn ein Wirt wurde Arbeiter haben, und der Arbeiter wurde in Hand hier im Licht geführt, dann würde der Wirt sagen, ich kämpfe mal mit hier in der Eignen, dann werden wir mal verreden von dem. Dann würde mal gehandelt worden. Was er deutsch sieht, oder nu weißt du mir als Antrieb, was deutsch du etwas sei, wo du bleibst. Petrus hat Jesus verlehrt. Er fluchte Eva, dass er am nicht mulch handelt. Und Jesus kam an und fragt, läufst du mir? Mag wir dort? Wenn wir uns mal verfehlt haben, mag wir dort, wo Jesus kam, läufst du mir? Durm dir das, als wir Jesus laufen dann. Und durm, dass wir auch vor allem am Dein sind. Also können wir uns der Frau auch fragen, läuf wie dem Herrn, oder wo es in uns leben. Nun einmal noch, noch einmal ein paar Gedanken abzuheben, gehen wir noch einmal eins wieder. Wenn wir mal sagen, so wird aus Markus Kapitel 16, wo Jesus auf dem Missionsfeld schicken wird, Markus 16, stellen wir uns nicht vor, dass das erst ein Stück wieder, in, wo die Jünger haben, all gesehen, was Jesus lebt und so wieder, und hier schickt Jesus ihn wieder. Also, Jesus hat sich ernt bewiesen, dass er wirklich leben wird und dass sie direkt nun gegründet wird und nun, dass sie an die Arbeit gehen. Möchten wir uns einmal diesen Gedanken abheben. Das heißt hier so, Markus Kapitel 16, Vers 15 und 16, hier sagt, er schickt die Ernt nun auf dem Missionsfeld und er sagt, Gott hat in der ganzen Welt und predigt das Evangelium von der ganzen Schöpfung. Wer gläubt und gedäubt wird, der wird gerat worden. Wer aber nicht gläubt, der wird verdammt worden. Dann über Lukas Kapitel 24. Lukas 24 in Vers 47. Vers 48 total. Also hier gehen wir über drei und hier, wo Jesus zu den Jüngern reden hat. Hier sagt er so: So steht nie geschrieben, dass so macht Christus leiden und am dritten Tag vom Tod abstehen. Und so macht an seinen Namen Buße und Vergebung von den Sünden und ihr alle Fälle gepredigt worden, anfangens in Jerusalem. Nun noch Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28, Vers 18 durch 20. Kann wir diese Versen kann wir, denke ich, alle all ziemlich gut. Hier so kommen wir nicht, but on, wer wir sein, but on in ein von den 40 Jahren, wo Jesus es ab ihr gewas, euer Heiden im Himmel gehoben ward. Hier sagt er nun ein paar ganz gewollte Dinge, was wir auch einmal betrachten werden. Wenn wir an dem Missionsfeld sind, wenn wir gehen, um das Evangelium mitzugeben, mitzuteilen, dass wir auch einmal merken dann, wer Jesus wirklich ist. Merken wir hier einmal in Vers 18, was er sagt. Nun hat er einmal seine Gänge, das betätigt, dass er wirklich die Christus ist, dass er wirklich auferstanden ist. Nun sagt er hier, was für eine Gewalt er hat. Er sagt in Vers 18, mir ist alle Gewalt im Himmel und ab ihr gegeben. Stellen wir uns das nicht mal einmal vor. Stellen wir uns mal einmal vor, du hast eine Armee, ein König, und er hat eine ganze Reihe Soldaten, oder es ist ein Land, wir wollen sagen, es ist ein Präsident, und er hat eine ganze Reihe eingestellt, was er hat eingestellt, und wenn der Präsident oder der König, wo immer wieder nahen will, wenn der einen da hat einmal ein Wort rutschecken, der und sagt, und seine Deiner sagt, so und so habe ich nicht zu verfahren, oder dit, als ein Eugene abgeholt. Die wollten unbedingt krank, was sie verfahren haben. Willst, wenn sie das nicht wollen und wollen nur kommen, oder das nicht wollen tun, was ihr Herr ihnen gesagt hat, dann kann es ganz schwierig sein. Also ein Soldat wurde nicht der, was sein Herr ihnen gesagt hat, den wird unbedingt von Arbeit genommen und bestraft, willst er hat dort verfehlt. Jesus ist hier viel, viel mehr. Jesus ist der, der alle Macht hat. Er sagt hier, nun ist mir gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf ihr. Dort ist vor allem gegeben worden. Noch ein Beispiel, wenn wir sagen, du hast nun ein Kind, das, wenn wir zwei Kinder mal betrachten, dann, und ein Kind kommt zu dem anderen, was sein, was er tun soll. Oder sagen, die beste Mann, klingt alles, ich für die, wo ich jetzt noch nicht gehen. Stimmt das nicht so, dass man Kinder so ist, dass oh, die beste Mann, mein Bruder, für die wollte ich nicht gehen, oder so wieder. Du wirst immer gemeten mit Wort und dann du. Aber wenn ein Kind auf einmal kam und sagt, Papa oder Mama hat gesagt, dann auf einmal wollen die Uhren mit Spatzen sein. Aber wenn die Sonne gesagt hat, dann wird er gehorcht, nicht? Weil die haben eine andere Autorität. Papa oder Mama, wenn die was gesagt haben,
Dann ab einmal, dann wurde changed das Bild ganz. Dann ab einmal wurden sie an, nicht besser gehe ich, als wenn ich dir nicht wollte horchen, dann habe ich Trouble. Wenn Jesus hier sagt, alle Gewalt ist mir gegeben, ab Erden und ab Himmel. Nicht mehr, worum er das sei. Nicht sagt er in Vers 19, nicht mir sei gewollt, ich das Wort hier. Hier sagt er, du wehen. Auf Englisch heißt das Wort, therefore. Du wehen gut, Han, und merkte fällt ja zu jener und tofft in den Namen von dem vorersehenden Heiliges. Weil Jesus alle Autorität hat. Und die Autorität schickt er nun, seine Diener in dieser Welt um das Evangelium zu predigen. Um das Wort mehr zu geben. Mag wir was für eine Kraft du mit hängen uns erst. Wenn du das Wort, wo mehr teilen darfst, du hast ein Zeugnis, wo mehr zu geben, die Autorität von Jesus steht da hängen. Jesus hat alle Autorität und darum Psalm schickt er, um sein Wort zu verbreiten. In Vers 20 sagt er wieder, um zu lernen und zu holen, was ich ihnen befohlen habe, in Zeit. Kicken mal, was hier für eine Hoffnung ist. Er sagt, in Zeit, ich sie beginnt alle Tag bei den Eng von der Welt. Und in dem Zeit, ja, Jesus wird entrückt und weicht wieder. Aber am Jesus, Jesus sagt zu seinen Jüngern, dort ist Gott vergönnt, dort ist Gott unter dem Vorder und dort wird ihn dem Tröster schicken, dort er mit allem sein wird. Und zum Schluss würde ich noch gleich einmal alles ertobt zu nehmen mit Johannes 20 und verstärktig und eindeutig. Johannes Kapitel 20. Und so verstärktig und eindeutig. Worum ist mir das wichtig gewesen, das alle mit Ihnen mitzugeben? Oder mitzuteilen? Das ist nämlich in diesen Versen, wo was wir sein dann. Das sage ich so, auch viele andere Tiefen, die Jesus versehen ging, die nicht in das Buch geschrieben sind. Diese oben sind abgeschrieben, du mit die Glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sehen Gottes, du mit die Glauben, gläubende Leben in Arm haben, in seinen Namen. Was wir uns betrachtet, was wir uns bekickt haben, dort sagen uns das hier, dort ist du, dort wir glauben an dem Herrn. Wenn Jesus nun im Grab weichen im Himmel gewesen wäre, dann würde du eine ganze Ebene, die hat ihm spekulieren, über, na, der Eskweich, wer hat den Weich genommen, hat den Bub ohne wen begrufen, so wieder. Aber Jesus hat sich dort uns bewiesen, dass wir gläubig sind. Trafen dem Herrn, wenn sie abgestohlen ist. Einmal der Frau so zum Aufschlägen. Haben du und ich diesen abgestohlenen Jesus all getroffen? Und wo hat er unser Leben beeinflusst? Wo hat er unser Leben getan, ist unser Leben verändert worden? Du dich. Wir können durch unser ganzes Leben durchgehen und ganz normal sein, in uns diese Geschichte hunderte und so vielmals für die Uhren führen, als sie wollen. Aber solange es uns Leben nicht verändert wird von Jesus, gehen wir hoffnungslos verloren. Wir wollen unsere Haupt nehmen vom Gebet.